Dänemark, das Nachbarland von Deutschland, ist vielen noch völlig unbekannt. Und das, obwohl Dänemark Urlaubern einiges zu bieten hat. Ich mag's flach, ich mag viel Wind, das ist genau meins. Und Dänemark ist schön, Dänemark hat tolle Sehenswürdigkeiten. Die Küsten sind sehr, sehr schön hier. Und man ist auch schnell mal von A nach B gefahren. Also man lernt dieses Land schnell kennen und lieben. Und das ist toll, es ist ein tolles Urlaubsland. Und eines ist gewiss, Dänemark ist für Camping bestens geeignet. Das skandinavische Land kann 476 zertifizierte Campingplätze vorweisen, von einfach bis luxuriös. Wir starten die Campingreise im Norden Dänemarks, in der Stadt Skagen. Gerade einmal 6 Stunden von Hamburg entfernt. Dänemark mit dem Auto, Motorrad oder Wohnmobil zu erkunden ist empfehlenswert, denn Land und Orte sind klein. Skagen hat gerade einmal 13.000 Einwohner, eine sympathische Fischer- und Hafenstadt. Grenen, nur wenige Kilometer nördlich von Skagen, ist die Hauptattraktion der Region. Kurz hinter dem Leuchtturm wartet die Sanddornbahn auf die Touristen. Ihr Ziel? Der nördlichste Punkt Dänemarks. Die Nordspitze. 2 Weltmeere prallen hier aufeinander. Die Reise von Ostsee zur Nordsee dauert hier nur wenige Sekunden. Ein einmaliger Punkt in Europa, ein einmaliges Erlebnis. Man sieht es hier vorne, es kommt von beiden Seiten. Heute ist es relativ ruhig, da gibt es nicht so viele Wellen. Aber auf stürmerische Tage, da kann man sehen, dass das Meer so richtig zusammenplatscht. So. Gleich neben dem nördlichsten Leuchtturm finden Caravaner einen gemütlichen Campingplatz. Das Areal liegt mitten in den Dünen nah am Meer und in der Nähe der Stadt Skagen. Der Platz ist familiär und mit dem Nötigsten ausgestattet. Für die Übernachtung muss man aber im Besitz eines gültigen Campingpasses sein. Dieser kann auf dem Campingplatz, in den örtlichen Fremdenverkehrsbüros oder bei der Dänischen Campingunion erworben werden. Etwas weiter westlich liegt der Ort Hirtshals, bekannt für seine Nordseefähren und ein sehr populäres Meeresaquarium, das größte seiner Art in Nordeuropa. Die Panoramascheibe ist so groß wie eine Kinoleinwand, 12 Meter breit, 6 Meter hoch und das Gewicht 38 Tonnen, so schwer wie ein LKW-Sattelzug. Dahinter unzählige Meeresbewohner aus der Nordsee, direkt von nebenan. Faszinierend, dieser direkte Einblick in die Meereswelt.